Ja, Herr Frankenhauser, Gesprächsgast namentlich soweit schon mal klar. Vielleicht stellen Sie sich selber mal kurz in ein, zwei Sätzen vor, wer Sie sind, was Sie tun, damit die Zuschauer das vielleicht mal von Ihnen selbst hören. Ja, mein Name ist Andreas Frankenhauser. Ich bin jetzt seit dem 1. Juni diesen Jahres neuer Leiter vom Bildungszentrum des Landkreises Wolfenbüttel. Habe einen längeren Weg hinter mir, bin aus Baden-Württemberg nach Wolfenbüttel gezogen. Man hört es. Man hört das, das sagen wir hier alle, dass man es hört. Ich bemühe mich ja immer, Hochdeutsch zu sprechen, aber das, das kommt nicht immer so rüber. Ja. Genau, also neu in Niedersachsen, neu in Wolfenbüttel. Bin in Baden-Württemberg aufgewachsen, bin da zur Schule gegangen, habe da Abitur gemacht und habe da die letzten 6 Jahre eine Volkshochschule geleitet in Rottweil. Das wird man hier vielleicht nur vom Rottweiler Hund kennen, das ist so zwischen Stuttgart und Zürich. Schön. Also ich selber war auch lange Zeit da unten beruflich unterwegs. Also von daher ist das für mich jetzt nicht außergewöhnlich, jemand zu hören, der einen schwäbischen Akzent hat. Okay. Alles gut soweit. Ja, Sie sind Leiter des Bildungszentrums. Stellt sich mir jetzt natürlich erstmal die erste Frage. Jetzt ist das eine Tätigkeit. Da können jetzt viele nicht unbedingt viel mit anfangen. Was macht ein Leiter eines Bildungszentrums? Das Bildungszentrum ist eine sehr große Einrichtung. Das heißt, ich bin da verantwortlich als Gesamtleiter für das Bildungszentrum und leite auch die Abteilung Volkshochschule. Das heißt, ich muss schauen, dass die Bildungsangebote, die im Bildungszentrum angeboten werden, dass sie zusammengefasst werden, dass jedes Jahr ein Heft rauskommt, das entsprechend beworben wird, dass es ein Marketingkonzept gibt, aber natürlich auch, dass die Kommunikation Richtung Politik und Richtung Öffentlichkeit stattfindet. Ne? Also was macht das Bildungszentrum, was sind die Angebote, was sind die Leistungen? Ja. Das sind meine Aufgaben, natürlich auch das zu kommunizieren, ne? Nach außen und auch nach innen. Warum ist, ich sag mal, welchen Stellenwert genießt denn Bildung bei Ihnen persönlich? Jetzt ist klar, Bildung ist natürlich wichtig, gerade auch die Medienbildung. Das kommt in den letzten Jahren immer mehr hoch. Man hört dann so Begriffe wie alternative Wahrheiten, Fake News und so weiter und so fort. Das sind natürlich Sachen, die resultieren daraus, dass die Leute medial nicht vernünftig gebildet sind oder uns da auch die Ereignisse ein Stück weit auch überrollt haben. Ich finde, Bildung ist ein ganz zentrales Feld, und zwar nicht nur die Bildung bis zum Schulabschluss oder bis zur Berufsausbildung, bis zum Universitätsabschluss, sondern mein Anliegen ist eigentlich das lebenslange Lernen. Ja, also das Lernen bis auch ins hohe Alter. Und da sind wir, denke ich, mit dem Medienzentrum, mit der Volkshochschule und so weiter sehr, sehr gut aufgestellt. Es wird zukünftig immer mehr so sein, dass diese Erstausbildung, die man erhält durch Berufsausbildung oder durch Studium, nicht reichen wird für das komplette Berufsleben. Das heißt, man muss immer dranbleiben, man muss sich weiterbilden und da machen wir entsprechende Angebote. Wo sehen Sie da die größten Veränderungen, wenn man jetzt sagt, früher hat man seinen Schulabschluss gemacht, hat eine Berufsausbildung gemacht. Jetzt ist es so, ist das nur eine rein technische Geschichte, dass uns einfach das Computerzeitalter so ein bisschen überrollt oder hat das noch andere Ursachen? Das hat viele andere Ursachen. Also ich möchte auch nicht, dass es so einen negativen Spin bekommt. Also nein, ich finde, lebenslanges Lernen ist eine ganz tolle Sache. Also man darf, glaube ich, nicht irgendwie so sagen, dass wir jetzt da Getriebene sind und dass es ganz schlimm wird. Nein. Also ich glaube, dass es prinzipiell eine gute Sache ist, wenn man lebenslang lernt, auch für sich selber. Ne? Dass man auch neue Horizonte bekommt, neue Dinge sieht, sich mit anderen Dingen auseinandersetzt. Ich finde es gar nicht so erstrebenswert zu sagen, okay, ich mache meine Berufsausbildung, bin damit 19 oder 20 fertig und mache das dann, bis ich 67 bin. Deshalb finde ich das eigentlich eine ganz positive Entwicklung. Und es gibt, klar, es gibt die Entwicklung der Digitalisierung, die eine sehr, sehr wichtige ist, aber es gibt auch andere, zum Beispiel die Internationalisierung, dass es immer wichtiger ist, auch fremde Sprachen zu sprechen, sich mit anderen Kulturen auseinanderzusetzen, sowohl im privaten Kontext, aber auch im beruflichen Kontext. Das ist sicher eine wichtige Entwicklung, die wir natürlich auch begleiten. Durch entsprechende Angebote, interkulturelle Trainings, Sprachen lernen und so weiter. Das ist ja dann sicherlich auch ein sehr hoher Aufwand. Wenn man Menschen etwas beibringen will, dann muss man erstmal die Menschen finden, die es beibringen können. Und das ist ja wahrscheinlich dann auch nicht so ganz so einfach. Ist das auch so eine Herausforderung, einfach auch zu sehen, dass man jetzt sagt,
Wer kann da wem eigentlich überhaupt was beibringen? Das ist sicher eine Herausforderung, aber ich denke, da sind wir auch gut aufgestellt. Also wir haben sehr, sehr gute Leute bei uns. Jetzt, wenn wir gerade sprechen über interkulturelles Training, haben wir mit der Frau Noh eine ganz tolle Mitarbeiterin, die da wirklich spezialisiert ist auf interkulturelles Training. Aber Sie haben schon recht, es ist eine Daueraufgabe und wir müssen auch schauen als Bildungszentrum und auch als Volkshochschule, dass wir auch jüngere Kolleginnen und Kollegen bekommen, weil wir haben schon ein bisschen auch das Problem, dass wir sehr viel erfahrene, gute Lehrkräfte haben, aber dass wir auch um Nachwuchs bemühen müssen. Das ist sicher so. Ist ja vielleicht auch in der Altersstruktur nicht ganz unwichtig, ne? Wenn jetzt, ich sag mal, junge Menschen neu ins Land kommen, die eine Sprache lernen wollen, müssen oder wie auch immer. Und dann hat man so Leute fortgeschrittenen Alters. Könnte ich mir vorstellen, das würde ja auch vieles vereinfachen. Auch junge Menschen bringen ja auch eben die Affinität zu neuen Medien mit rein und eben auch zu neuen Techniken. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt einem 60-jährigen Mann erkläre, dass ich meine ganzen Daten in der Cloud speichere, dann sage ich, in wo speicherst du das? Ich könnte mir vorstellen, das ist ja bestimmt auch so ein Aspekt, warum man immer wieder versuchen muss, dass die Struktur einfach beim Lernen auch zu verjüngen. Das ist richtig, aber ich denke, die gute Mischung macht es. Also wir brauchen natürlich die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen in unserem Team, die sind sehr, sehr wichtig, aber wir brauchen auch Jüngere. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Mhm. Aber klar, es ist eine Daueraufgabe für uns auch als Bildungszentrum, für mögliche Kursleiterinnen und Kursleiter auch attraktiv zu sein. Dass sie sagen, okay, ich möchte das gern machen, ich möchte mein Wissen gerne weitergeben. Und für mich gibt es da eigentlich nur eine Adresse, und zwar das ist das Bildungszentrum. Da müssen wir uns entsprechend aufstellen, dass wir dann auch so gesehen und wahrgenommen werden. Jetzt haben Sie natürlich auch schon gesagt, an vielen Stellen ist das Bildungszentrum gut aufgestellt. Das sieht man ja auch hier allein am Medienzentrum. Auch der schulische Betrieb läuft soweit. In der letzten Zeit konnte ich ja überall mal so ein bisschen reinschnuppern, was auch sehr schön ist. Übrigens Horizont erweitern, auch eine sehr wichtige Sache. Es gibt aber doch sicherlich Sachen, ich weiß nicht, inwiefern Sie jetzt schon reinblicken können, die manchmal nicht so ganz optimal laufen. Jetzt kommt jemand her, fängt einen neuen Job an, der bringt natürlich Wünsche und natürlich auch eine Menge Elan mit rein und sagt, das muss vielleicht besser werden. Finden Sie da jetzt schon Ecken oder kommt das erst so langsam auf Sie zu? Da finde ich schon Ecken, da stoße ich auch schon einiges an, wobei das jetzt ein großes Haus ist und jetzt erst auch mal intern diskutiert wird. Also ich bin jetzt auch mit neuen Ideen tatsächlich gekommen, aber wichtig an dieser Position denke ich, dass man Interessen auch austariert. Also ich komme jetzt nicht wie so eine Dampfwalze über das Bildungszentrum rüber und mache alles neu, sondern es sind sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die auch sehr viele Kompetenzen haben und das muss man ausdiskutieren, in welche Richtung das geht. Aber da habe ich auch schon einiges angestoßen. Aber ich bin jetzt auch erst 4-5 Wochen da. Das heißt, so die ganz großen Ergebnisse kann ich jetzt natürlich noch nicht aufzeigen. Aber das wird sicher kommen. Das ist sicherlich logisch. Ich würde aber ganz gerne noch mal so ein bisschen auf die Wünsche zu sprechen kommen. Es ist ja nicht so, dass man jetzt einfach einen neuen Job anfängt. Meistens ist es ja so, dass einem im bisherigen Werdegang irgendwas gefehlt hat, dass man sich noch nicht so wirklich verwirklicht hat. Denn ich sag mal, Geld verdienen, jeder muss Geld verdienen, aber das spielt ja bei vielen nicht die erste Rolle. Es geht ja dann auch schon um Lebensverwirklichung im Job und Wo sehen Sie da in Ihrem Bereich jetzt, was auch die Bildung angeht, noch Potenzial? Wo Sie sich persönlich vielleicht auch verwirklichen möchten, auch irgendwas umzusetzen, was Ihnen persönlich auch so ganz wichtig ist? Also erstmal ist mir das Thema lebenslanges Lernen, Bildung im Allgemeinen, aber insbesondere das Thema lebenslanges Lernen ist mir ein persönliches Anliegen. Deshalb, ich war die letzten 15 Jahre eigentlich in der Weiterbildungsbranche aktiv und deshalb habe ich wieder was gesucht, wo ich mich da einbringen kann, auch mit meinem entsprechenden Hintergrund. Und da bin ich im Bildungszentrum Wolfenbüttel fündig geworden. Das finde ich eine tolle Einrichtung, wo ich auch meine Ideen umsetzen kann. Ja. Ein anderes Thema würde ich noch mal ein bisschen ansprechen. Driftet so ein kleines bisschen ins Private ab. Ich habe jetzt rausgehört, Sie kommen aus dem Ländle. Ja. Das Ländle ist natürlich ganz anders. Das ist ein ganz anderer Schlag Menschen. Und ich sag mal, hier oben im Norden, die Menschen sollen ja nicht so ganz einfach sein. Haben Sie schon Ihren Kulturschock erlebt oder hat er noch auf sich warten lassen? Also einen richtigen Kulturschock habe ich nicht erlebt. Ich bin eigentlich sehr, sehr freundlich empfangen worden. Und ich glaube, ich habe ja die meiste Zeit meines Lebens in Baden-Württemberg gelebt, nicht nur, aber die meiste Zeit, hab mich da auch immer wohl gefühlt. Aber dass jetzt die Schwaben und die Badener so offen sind und so auf die Menschen zugehen,
Das ist vielleicht auch ja, ein bisschen Wunschdenken. Also ich finde die Leute hier sehr, sehr angenehm. Ich habe da gute Erfahrungen gemacht. Ich kann jetzt nicht sagen, dass die Norddeutschen verschlossener wären. Nee, kann ich nicht sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals, ich bin mal aus dem Bayernland hier hochgekommen, allerdings schon in frühester Jugend. Ich bin in Bayern aufgewachsen und als ich den ersten Tag erlebt habe, ich habe die sturen Harzer, die habe ich so richtig live erlebt und ja, ich habe einen Kulturschock gekriegt. Das hat ein bisschen gedauert, bis sich das gesetzt hat. Bei mir war es zumindest persönlich so. Jetzt nochmal so ein bisschen abschließend in die Richtung. Was sehen Sie in dieser Tätigkeit oder in diesem Bildungszentrum eigentlich so als das Wichtigste an? Ich sag mal, es reicht ja nicht, dass, wenn ich da nochmal eingreife, es reicht ja nicht, ein Ort oder ein Haus mit moderner Technik vollzustellen. Es gehören ja die Leute dazu, die das Ganze bespielen, die das Ganze zum Leben erwecken. Ich denke mal, das ist so immer so, oder das war hier vor ein paar Jahren die wichtigste Investition überhaupt, die richtigen Leute zu finden. Was ist aus Ihrer Sicht eigentlich so das Wichtigste, was ein Medienzentrum leisten muss? Also als Bildungszentrum sind wir vielfältig aufgestellt. Also es gibt sicher ganz wichtige Themen, die wir angehen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema finde ich das Thema Integration. Integration von Migrantinnen und Migranten als Daueraufgabe. Das ist sicher ein ganz wichtiger Bereich, den wir hier leisten. Und zwar angefangen von Alphabetisierungskursen über normale Integrationskurse, berufsbegleitende Sprachkurse bis hin zum zweiten Bildungsweg. Das heißt Nachholen von Schulabschlüssen, Hauptschulabschluss, Realschulabschluss bis hin zu studienvorbereitenden Deutschprogrammen. Das ist, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die wir hier leisten. Auch gesellschaftlich wichtig, also die Integration von Migrantinnen und Migranten. Das ist ein sehr schönes Schlusswort schon fast aus dem einfachen Grunde, weil da sieht man ja dann auch, dass das lebenslange Lernen und Bilden, dass diese Einrichtungen eben für die Gesellschaft auch sehr, sehr wichtig sind. In dem Falle, wenn es dann nämlich mal so kommt, dass dann wirklich viele geflüchtete Personen dann irgendwann ankommen, diese dann auch in die Gesellschaft vernünftig mit zu integrieren. Das ist sicher eine der wichtigsten Aufgaben, die wir hier haben als Bildungszentrum. Das andere haben Sie natürlich schon angesprochen, der ganze Bereich der Digitalisierung. Ja. Da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt mit dem Medienzentrum, das ja auch nach außen wirkt. Also wir machen als Volkshochschule ja schon Angebote im digitalen Lernen, im Blended Learning, also dass ein Teil des Unterrichts wirklich in der Volkshochschule stattfindet, ein Teil dann aber, den man zu Hause machen kann, am Computer. Und mit unseren Angeboten gehen wir natürlich auch raus an Schulen. Also wir haben eine Person, die ist nur zuständig, im Zuge des Digitalpakts die Schulen fit zu machen im Bereich des digitalen Lernens. Weil jetzt sind die Geräte angeschafft an den Schulen und viele Lehrerinnen und Lehrer wissen nicht richtig, wie man damit umgehen kann. Wie kann man da guten Unterricht damit gestalten? Da haben wir Kompetenz gebündelt und da wollen wir einfach im ganzen Landkreis behilflich sein mit der Kompetenz, die wir da haben im Bereich Medien, Digitalisierung. Ich glaube, die ist reichlich vorhanden, weil wie gesagt, so aus der Erfahrung, ich bin ja nun auch schon ein paar Jahre auch Teil des Medienangebotes hier. Die Zeit rast. Die Zeit ist schon wieder um. Ich sage Ihnen auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie mir mal zwei, drei Fragen, die mir so auf der Seele gebrannt haben, beantwortet haben und wünsche Ihnen dann für die Zukunft hier im Medienzentrum erstmal alles Gute. Vielen, vielen Dank für die Einladung.